Juhu, Sims 4 Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4. Zeit für Freunde, Kollegen, Drama, Dramödie, Vampire, an die Arbeit. Mein Gott, wir haben so viele verschiedene Themen in diesem Let's Play untergebracht. Unsere Seifenoper wächst und wächst und wächst und wächst. Auch die Notizen hier in unserem Familienplaner wachsen und wachsen und wachsen. Wo sind denn die anderen? Akito, war das cool bei dir? Ah, die sind alle arbeiten, verstehe. Na dann. Akito steht vorm Bücherregal. Wahrscheinlich hat er gerade ein bisschen was gelesen. Vielleicht hat er ja so eine Hochzeitsbroschüre gelesen, denn wir haben ja herausgefunden, dass er durchaus Interesse daran hat, an der Hochzeit seiner Schwester richtig teilzunehmen. Ist auch ganz gut, dass er sie plant, so kann er dafür sorgen, dass sie nachts stattfindet. Wir brauchen jetzt erstmal Unterstützung von Kollegen und Freunden, die uns helfen, dabei mit einer Hochzeit zu planen. Wir sollten zu Luca, Chloe und Tina fahren. Denn die besitzen ja ein kleines Café. Das ist jetzt vielleicht nicht der ideale Ort für eine Hochzeit, aber vielleicht kann man ja daran was machen. Vielleicht kann man ja daran was ändern. Wo war das hier? Oh, es ist allerdings nur Chloe zu Hause. Das ist kein Problem. Wir können ja auf die anderen dann dort warten. Nein, da reisen wir alleine hin. Und dann treffen wir Chloe hoffentlich dort vor Ort und können uns mit ihr etwas austauschen. Würde mich schon interessieren, wie das dann abläuft, wenn Akito mit einer Hochzeit plant. Ob er sich mit Sarah streiten wird, weil Sarah wird sagen, hä? Und das wollte ich jetzt so und so machen, das finde ich jetzt eigentlich nicht so gut. Was soll denn das? Ja, und Akitos Idee ist halt so, ja, hier, wir können das auch bei den Vampiren feiern oder so. Sollte doch eigentlich voll kein Problem sein. Und so, hä? Hauen jetzt alle ab. Ernsthaft, die sind jetzt einfach alle abgehauen. Ist jetzt keiner mehr zu Hause. Sind die alle arbeiten oder was jetzt? Hi, ich hatte angerufen oder so. Ah, verdammt, es ist niemand zu Hause. Können wir Luca einladen, hierher zu kommen? Ey, hi, Luca, ich stehe vor deiner Tür. Kannst du mir aufmachen? Ich müsste auf ja, ich müsste auf Tina warten und wollte das mit Chloe auch besprechen und so. Ich brauche die ganze Gang quasi. Kannst du kurz? Wär voll cool. Ja, ich weiß, ihr arbeitet und so. Ja. Okay, er ist gleich da. Na, dann ist ja alles gut. Ich hoffe, dass dann alles gut ist. Er sieht irgendwie nicht so glücklich und zufrieden aus. Hi, Luca, gut, dass du gerade vorbeikommen konntest. Ah, ja, ich sei nicht ganz so in der Attacke gewesen für mich. Aber jetzt geht es mir ein bisschen besser. Ey, was ist denn los? Ey, ich meine, du guckst so völlig bedeppert. Was ich bin aber auch völlig bedeppert. Harris hat heute eine sehr große Auseinandersetzung mit einem komischen Lama. Das war nicht so gut. Er war mit dem falschen Ton. Ja, Mann, und ich muss Kuchen organisieren für eine Hochzeit und so eine Sache. Weißt du, Mann, ey, das ist der reinste Kriegszustand. Können wir nicht bei dir, können wir nicht in eine Wohnung gehen? Eigentlich müsste ich jetzt arbeiten. Ich habe einen Auftrag bekommen, du weißt ja da. Ich bin ja eingestiegen in die Geschäfte mit dem Essenhandel und so. Und es betrübt mich, dir zu sagen, dass ich heute nicht so viele Zeit habe für dich, eh? Aber mit der Hochzeit, da kenne ich mich auch sowieso nicht so gut aus. Ich habe hier nur einen Kaffee. Also bei mir können wir nicht machen, deine komische Kriegsveranstaltung von der Hochzeit oder was du da gesagt hast, eh? Oh, okay, ja, dann werde ich mich auch im Internet noch mal ein bisschen informieren. Vielleicht können wir ja jetzt mal rein, wo Luca doch da ist. Ja, nice, alles gut. Das ist sehr gut. Dann können wir nämlich hier auf Chloe und auf Tina warten. Moment, war das Tina oder Sina? Ne, das war Tina. Gut, ich komme schon ein bisschen durcheinander. Dann machen wir nämlich mal eine Gruppenveranstaltung. Nein, sie sollte das nicht machen. Aber wir können immer bestimmen, ob die Leute von der Gruppenversammlung alle hierher kommen sollen oder nicht. Das ist ganz sinnvoll, dass das dann so eine bestimmbare Sache ist. So, dass Chloe halt nicht von der Arbeit wiederkommen muss. Aber dafür kommt der ganze Rest hier hin. Sehr gut. Na, ich setze mich hier dann mal zu dir. Scusi. Ja, Mann, Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ey, meine Schwester heiratet und so eine Sache. Ey, voll krass. Hi. Gruppenversammlung hier bei uns zu Hause, ja? Hab ich jetzt nicht so ein Interesse dran. Können wir sie herbeirufen? Wir müssen eigentlich sowieso mit ihr reden. Vampirmäßig um Vampirtraining bitten, eher weniger. Ja, wir sollten lieber mit unserer. Oh, da kann jemand nicht so gut spielen. Wir sollten lieber mit unserer Ex-Freundin sprechen. Hier über Interessen reden. Oh, hi, Akito.
Ja, du, ich muss mal mit dir reden. Du hast da wahrscheinlich ein bisschen mehr Stil für, verstehst du? Style und solche Sachen. Sag mal, Hochzeitstorten und solche Thematiken, kennst du dich damit aus? Weil ich muss die Hochzeit mitplanen von Yuki. Oh, das ist ja interessant. Naja, Catering brauchst du auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Kann ich dir schon mal helfen, nicht wahr? Schon auf einigen Hochzeiten. Und wenn du da Hilfe brauchst, klar, kein Thema. Wir sollten allerdings auf jeden Fall mit den ganzen Mädels um Yuki herumreden und so. Ja, ich habe auch schon gedacht, ich kann jetzt hier nicht einen auf Überflieger machen, alles alleine planen, vollkommen klar. Also bedeutet das, wir müssen ganz spielerisch an die Sache rangehen, mit allen reden, die involviert sind und dann auch Übernachtungen organisieren und ein Hotel und solche Sachen. Okay, gut, das kriegen wir hin. In eurem Café da hier von Tina, Chloe und so können wir nicht feiern, ne? Ja, wir sollten es auch auf keinen Fall bei Tageslicht machen, sonst verbrennst du uns, ne? Oh Mann, ja, richtig. Oh, und die Musik muss ich auch auswählen. Da muss ich Yuki noch richtig ausfragen, oh verdammt. Meine, so ein Müll, dass sie mich jetzt einfach so involviert. Ich habe gerade echt andere Probleme. Ich meine nicht, dass ich das nicht gerne mache, aber so eine Hochzeit ist gerade Ausnahmezustand für mich. Wer macht denn da so grauenvolle Musik die ganze Zeit? Ah, lass mich in Ruhe, ja? Ich hatte einen schlechten Tag und fühle mich hier nicht wohl. Ich will klippern auf meine Klavier. Alle meine Anchen, die schwimmen auf die See. Wuff, wuff, schwimmen auf die See. Kannst du bitte aufhören? Trinkgeld geben? Nein. Kann mir ihm sagen, dass er bitte aufhören soll? Bitte hör auf. Hör auf. Bitte hör auf. Bitten, nur Freund zu sein, alles klar. Hey, das ist so ein Ding, darüber könnte man mal reden. Dieses Bitten, nur Freund zu sein, damit wir ein paar Sachen mal klarstellen, wenn die beiden hier am Quatschen sind. Ey, Luca, ich muss sowieso mit dir noch über eine Sache reden, jetzt wo ich so ein Vampir bin, weißt du? Ja, was ist denn los? Willst du mir die Tage noch weiter ruinieren? Ja, ich will halt nur noch jetzt, versteht ihr? Bin jetzt frei von Love und Romantik und sowas. Ah, okay, ich verstehe. Das so muss, ist ja nicht so schlimm, hä? Du bist immer noch trotzdem meine Stern. Ja, wie du meinst. Ah, das ist super. Hä, nur weil du jetzt ein Vampir bist? Nee, ich will mich jetzt von diesem ganzen Beziehungsshit komplett trennen, versteht ihr? Oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Nee, ich mache mich nicht mehr zum dummen Lama, um jetzt hier Rohan hinterher zu rennen. Oder hier, weißt du, unsere Beziehung hat ja auch nicht so gut funktioniert, was soll's? Ist halt nicht mein Ding. Keine Fliegen, Leute. Keine Fliegen, never ever. Ah, das sind mit den Vampiren. Nee, nicht, dass du das eines Tages noch bereust. Ach, Quatsch. Ja, wie ist denn das jetzt mit der Hochzeit? Können wir jetzt mal weiter planen hier? Luxuriös und Style und so? Sonst geht das Ganze noch den Müll runter. Den Bach runter, meinte ich. Ja, Hochzeitplan. Wo machen wir dann überhaupt eine Hochzeit? Wo könnten wir eine Hochzeit veranstalten? Wir bräuchten einen richtig coolen Ort dafür. Mit einem Hotel für Übernachtungsmöglichkeiten. Da kann geheiratet werden und kann auch übernachten. Also in Forgotten Hollow haben wir da echt. Wir können natürlich hier ein Hotel hinbauen im Witwenhort Stadthaus. Wir könnten dort ein großes Hotel hinbauen. Also man kann dann hier essen, wenn man will, in der Nähe, aber ansonsten großes Hotel, Hochzeit. Aber in der Vampirgegend zu heiraten, schon schwierig. Vielleicht lieber in Windenburg bleiben? Hätten wir hier Platz, irgendwo einen Hotelkomplex mit Park hinzubauen? Ja, hier haben wir noch immer unser schlecht laufenden Hasenbau. Kann man schlecht heiraten. Was ist das hier? Das ist auch ein Wohngrundstück. Hier in der Nähe von unseren lieben Mio also Mios Familie, von unserem lieben Thorsten und Mikesh und Mike und Theodor und Pipapo. Wir haben ein Café hier, Heim des Narwals, eine Bibliothek. Dann haben wir die alten Ruinen. Und die Ruinen da waren da. Die Eltern von Rohan. Ja, bei den Klippen eher weniger. Dann haben wir noch den Garten im Nirgendwo. Auf dieser Insel, auf so einer Insel ist natürlich auch nicht schlecht. Wir können natürlich auch der Kirche heiraten, in der schon Mikesh und Thorsten geheiratet haben. Ist ja auch ein super schöner Ort. Aber es wird jetzt schwierig. Es muss auf jeden Fall abends stattfinden, damit Akito sich wohlfühlt. Ist natürlich die Frage, da ja ohnehin das hier ein bisschen zu klein war, ob wir nicht unser Restaurant hier mal umbauen. Ob wir nicht uns da mal ransetzen. Wie geht's denn eigentlich hier unseren. Komm, gehen wir mal in die Familie rein. Wie geht's denn Chloe? Wie geht's Tina? Wie geht's Luca? Wie haben sich dort die unterschiedlichen Familienbande entwickelt und die Freundschaften und wie geht's der Arbeit?
Und dem Geldbeutel, dann können wir nämlich eventuell da noch ein bisschen was ausbauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Luca das ganz gerne machen will. Aha, ja, wir haben ein bisschen Gewinn gemacht. Oh mein Gott, der Alexios trägt über die komischen Klamotten. So, ah ja, die beiden unterhalten sich gerade. Kann das sein, dass du ein bisschen zugelegt hast, Luca? Hast du ein bisschen zugelegt? Hilft eine schlechte Beziehung zu kitten, ne? Wer will denn schon zu Claudia Zeitungsende der Beziehung kitten, ey? Ganz ehrlich. Schrecklich, schrecklich. Bitten zu verwandeln. Ich glaube, es geht los. Hm, beste Freunde werden. Luca, unser bester Freund, warum nicht? Hier, da du doch jetzt nicht mehr hier mit Rohan beste Freunde bist, lass uns doch beste Freunde sein und wir sind jetzt auch nicht mehr romantisch miteinander verbändelt, oder? Ja, warum denn nicht? Oh, nein. Nein, sie spielt auch am Klavier. Oh Gott. Hör auf damit. Ey, ich brauche jetzt mal deine Hilfe, weißt du? Ah, ja, ich bin ja keine dumme Lama. Ich weiß, du willst heiraten. Du, ich kann eine Musiker auflegen in meine kleine Café, aber das Café ist ja nicht groß genug für die Hochzeit. Ja, das ist blöd gelaufen. Ja, aber wir können da gute Kaffee trinken. Ich könnte hinten ein bisschen was erweitern und ein bisschen Sachen auf die Müll werfen und dann könnte ich, ich muss mal anrufen mit meinen Innenarchitekten vereinen, ob wir nicht hier machen können, die Laden größer. Ja, Mann, das muss richtig heiß werden. Am besten mit so, weißt du, dass wir da richtig die Party feiern können. Und das darf nicht zu vampirisch aussehen. Ja, wir können ein bisschen umdekorieren, ist ja kein Problem, aber und du weißt, ist es vielleicht besser, wir suchen einen anderen Ort, weil ich weiß nicht, ob in meinem Restaurant, weißt du nicht, dass sich jeder merkt, dass du Vampire bist. Naja, wir laden ja auch Rohan nicht ein und das ist ja nur der engste Kreis der Familie und ich glaube, ich meine, das ist ja jetzt nicht als Vampirhort gekennzeichnet oder so. Ja, das ist stimmt, niemand weiß ja genau, das ist da ein Ort, wo die Vampire sich treffen, ne? Was ist hier los? Erstmal Brofisten. Ja, also wie ist denn das jetzt? Helft ihr mir nun? Jetzt wichtig und so. Dann müssten wir aber auf jeden Fall mit Sarah noch reden. Chloe ist am Schreiben. Was macht sie da? Schreibt eine Kolumne für ihre Arbeit. Muss sie auch machen. Kolumne schreiben abgeschlossen. Ja, das sieht doch hier sogar ganz gut aus. Bei Luca, ja, wir sind nicht genügend schelmisch. Tina hat ja keine Karriere. Die beiden sind hier wieder am Snacken. Ja, dann wäre das ja wirklich eine Möglichkeit zu sagen, aus dem Café Black einen Ort zu machen, an dem man, dann muss er vielleicht Akito ein bisschen durchsetzen, sich mit Sarah streiten, zu sagen, ja, aber hier in Forgotten Hollow, das ist so eine coole Atmosphäre und sowas, etc. pp. Und Yuki würde dann halt sagen, so, ja, machen wir das auch Akito zuliebe und so. Wir können das ja einrichten. Das wäre eine Möglichkeit. Unser Budget sieht auch nicht schlecht aus. Also wir müssten eigentlich, ne, ganz gut hier was überweisen können. Also da kann man auf jeden Fall was mit umbauen. Das genügend wollen? Ja. Dann reisen wir mal mit Chloe dahin. Weil das wäre ein Ort, an dem Akito sich wohlfühlt. Vielleicht wird das ja auch nichts. Vielleicht ist das dann auch so ein Reinfall. Gibt einen kleinen Streit. Ich weiß es noch nicht. Also Sarah wird auf jeden Fall nicht begeistert sein. Die wird natürlich sagen, oh, warum werden wir jetzt nicht bei dieser schönen Kapelle heiraten? Da haben alle geheiratet. Voll schön da. Was soll denn das? Na, wie das einmal haben wir in einem Garten geheiratet. Und wenn wir da jetzt hier ein bisschen was überarbeiten, so ein bisschen größer machen, das Café, ne? Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich denke, da können wir was draus machen. Wir müssen jetzt nur ein paar Teile vergrößern, um mehr Platz zu haben. Quasi mehr oder weniger um einen Gästesaal. Das Ganze wird einfach um einen Gästebereich erweitert. Okay, die Dinge sind jetzt einfach drin. Alles klar, das Spiel. Das soll bestimmt so sein. Mhm. Ich dachte, das wird automatisch gelöscht. Was soll das? Hm? Na gut. Ich schau mal, ob wir da was draus machen können. Also, ich weiß nicht, ob das zu einem Streitgespräch führen wird. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was dabei rumkommen wird, wenn Akito das vorschlägt. Und wir nehmen Yuki einfach mal mit hierher. Vielleicht findet sie ja dann auch heraus, dass er ein Vampir ist. Das könnte auch noch eine interessante Wendung werden. Weil ich glaube, so ganz gecheckt hat sie das noch nicht und auch was mit Akito los ist. Und sie versucht sich gerade sehr auf ihn einzulassen, frei nach dem Motto so, ja, mein Bruder, und wir schauen einfach mal, was sich ergibt, haha. Sie will ihn irgendwie überall einbeziehen. Ja, komm, das ist doch schon wesentlich besser, wenn, oh Gott, was hier alles an Müll rumsteht. Wenn wir hier ein bisschen mehr Platz haben.
Also der Eingangsbereich, auch hier mit der kleinen Bar und so, den können wir auf jeden Fall dann noch überarbeiten. Auch die Küche können wir noch ein bisschen größer machen. Es sollte machbar sein. Also an für sich finde ich halt, ne, das von der Größe her, von der Idee auch ganz cool, so ein Szene-Café zu haben. Wenn wir es jetzt nur noch ein klitzekleines bisschen edler machen. Warum auch immer wir Frösche hier im Inventar haben. Irgendwelche anderen komischen Marken, die wir nicht brauchen. Die Dinge können einfach mal weg. Spielzeugauto auch. Nigiri. Dieses Objekt kann nicht gelöscht werden. Na, das ist ja großartig. Ja, ein bisschen so ein klassischerer Stil. Das wäre doch eine Möglichkeit. Und dann haben wir auf jeden Fall ein Gesprächsthema mit Yuki. Sei es jetzt nun, dass sie herausfindet, dass Akito ein Vampir ist oder nicht. Hier ein bisschen klassischer. Nicht zu offensichtlich Vampires-mäßig. Ja, ist ja ein bisschen trashig, ist ein bisschen retro. Hier gibt es bestimmt ordentlich Punkmusik und so weiter und so fort. Das sollte auch groß genug sein hier für eine Hochzeitsgesellschaft eigentlich. BB.moveobjekt ist jetzt die Frage. Das ist schon wieder eine umtretende Mülltonne. Ob wir die Küche nicht moven hier rüber von der Ausgabe. Steht ihr? Und ein bisschen größer machen noch. So noch eine Statue von draußen, die kann weg. Bei den Mülltonnen. Die Küche können wir noch ein bisschen mehr dekorieren und gestalten natürlich. Sollte auf jeden Fall jetzt machbar sein. Wir haben hier die eine Tür, die reicht auch. Dann haben wir hier einmal eine Essensausgabe direkt da dran. Die hier führt da nach außen. Okay, okay. Bisschen mehr Gestaltung und Design bringen wir hier auch noch rein. Aber erstmal ist das, glaube ich, so ganz passend hier. Ich meine, es kochen ja auch Vampire hier und alles. Und es gibt dann halt auch entsprechende Vampirgerichte. Das wird dann schon vielleicht auffallen. Wer weiß, ne? Ja, diesen Bereich hier. Können wir den hier hin kopieren? Ja. Ohne Probleme. Die Tür soll nicht in die Toiletten führen. Dann führt die Tür hier hinein, um, naja, dort die Speisen und den Trank abzuholen. Dann machen wir das noch ein bisschen breit. Komm. Ein bisschen größer, ein bisschen großzügiger. Und dann kommt der Kellner, kommt da raus. Perfekt. Dann haben wir hier noch ein bisschen Bereich und Platz. Die ersten Toiletten schon mal gerne hier vorne, habe ich kein Problem mit. Und das hier machen wir größer. Wir machen einfach diesen ganzen vorderen Bereich hier größer. Der Teppich darf nicht mitrutschen. Das kann weg. Ja, da war jetzt ja diese Grundidee. Zack, zack. Hier haben wir die Mülltonnen nach draußen. Das ist in Ordnung. Hier geht's halt direkt da nach draußen noch. Dann machen wir nämlich hier einen kleinen Bar- und Lounge-Bereich direkt an den Anfang. Der Barkeeper steht ja dann hier. Ja, wenn wir da noch was Kleines daneben stellen. Oder einfach lieber direkt hier. Lieber direkt hier. Okay, hier haben wir noch eine Küche mitgelöscht automatisch anscheinend. Ist halt jetzt die Frage, ich die jetzt hier rausmache, ob es sinnvoller ist, mit zwei Essensausgaben so zwei Küchen direkt nebeneinander zu haben. Wie viel Platz braucht ihr? Ihr braucht noch so viel Platz. Da geht ihr euch gegenseitig rein. Aber mehr Köche wären halt super. Das Maximum an Köchen wäre echt super großartig. Denn damit könnten wir wirklich einen großen Andrang abdecken. Und hier ist Platz für so einen Festfeiersaal und alles. Also das sollte gehen. Ja, okay Leute, ich mich jetzt hier im Bauen festfranse und der Part eine ganze Stunde lang wird, verabschiede ich mich an dieser Stelle erstmal von euch. Und wir sehen uns dann, wie es aussieht, in einem Baupart wieder.
gibt es heute halt mal ein kleines Bau-Special. Ja, muss ja auch mal sein. Da es heute kein Not the Vampire und die Sims 4 Challenge geben kann, Franz musste nämlich... Boah, das passt hier nicht rein. Franz musste nämlich sehr, sehr lange arbeiten. Wir hatten keine Zeit aufzunehmen. Und der wäre fix und fertig, wenn er nach Hause gekommen ist. Hat er einfach nur geschlafen. Dementsprechend, ja, müssen wir für heute darauf verzichten. Ich denke, das ist nicht so schlimm. Ich kann mal dann noch groß in die Küche reingucken. Ist ja auch nicht schlecht. Das ist dann durch die Wand durch. Mag ich nicht. Wir sehen uns also das nächste Mal wieder bei The Sims 4. Jetzt noch eine kleine Baufolge. Also heute quasi so kleines doppeltes Special. Habt ihr ein bisschen mehr von den Sims. Ist doch ganz cool. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Wochenanfang. Wir sehen uns. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen, Kommentieren, Bewerten. Macht's gut. Und nicht vergessen, Glöckchen drücken. Tschüssi.